shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, vorgestern hat ja Rockstar ihre Social Club News Seite ein bisschen geändert zu einem schönen Farbton, wo man erstmal nichts machen konnte. Und man musste einfach ein paar Sekunden warten, dass man erst wieder auf die Seite überhaupt gelangt. Oder man hat halt den Browser aktualisieren müssen, um dort wieder hinzukommen. Und keiner wusste so genau, was es damit auf sich hat. Die meisten haben schon vermutet, dass es irgendein Nachfolger oder irgendwas mit Red Dead Redemption zu tun hat. Aber keiner wusste wirklich genau, um was es geht. Und dann hat gestern ja wirklich Rockstar nochmal einen Screenshot gepostet, wo es dann wirklich für den Letzten klar war, es handelt sich hierbei um irgendwas, was mit Red Dead Redemption zu tun hat. Ich dachte am Anfang gleich mal, dass es vielleicht ein Remake sein könnte oder vielleicht so eine blöde App fürs Handy, dass man da irgendwie am Smartphone Red Dead Redemption spielen kann oder sowas. Aber ja, ich wollte darüber jetzt noch kein Video machen, weil von Rockstar einfach noch nichts kam und ich da einfach ja ein bisschen vorsichtig geworden bin, was sowas angeht. Aber heute um 15 Uhr, glaube ich, war es, hat Rockstar den neuen Newswire rausgehauen, und zwar, die haben Red Dead Redemption 2 angekündigt für den Herbst 2017. Morgen um 17 Uhr, also deutscher Zeit, kommt der erste Trailer zu dem Spiel und ich bin so übertrieben gehypt auf das Spiel, weil dieses Spiel wird auch einen Online-Modus haben und ich glaube, es wird einfach geiler als GTA 5. Davon bin ich einfach extrem überzeugt und bin auch übertrieben drauf gehypt. Also ich weiß nicht, wie ihr zu dem Spiel steht, aber ich finde es richtig geil. Es ist eigentlich wie GTA 5, nur halt, ja, mit Cowboys und Indianer und Pferden oder sowas. Und ich kann mir auch jetzt schon übertrieben gut vorstellen, wie ich die neuen Glitches zeige bei Red Dead 2. Irgendwie, ja, ihr müsst jetzt irgendwie mit einem Pony da irgendwo rumlaufen, den Kopf in den Heuballen reinstecken und dann katapultiert es euch übertrieben hoch. Oder ja, wie ich euch die neuen Sheriff-Outfits zeige, wie ihr die bekommt. Oder Give Horses to Friends oder sowas. Also ich glaube, das wird richtig geil. Ich bin so übertrieben gehypt und freue mich übertrieben krass auf den Donnerstag, weil da kommt der neue Trailer, den werde ich natürlich auch auf meinem Kanal zeigen. Dann könnt ihr das natürlich auch gerne dort anschauen. Und da werde ich vielleicht auch anschließend eine kleine Trailer-Analyse machen. Ich weiß es noch nicht. Ja, Red Dead ist eigentlich schon so ein paar Jährchen alt. Ich kenne jetzt die Einzelheiten leider nicht mehr. Das ist schon zu lange her, wo ich es gezockt habe. Aber ich denke mal, ich komme da schnell wieder rein und ich freue mich so übertrieben drauf. Das einzige Schade an dem Ganzen ist, dass es ja noch ein Jahr dauert, bis wir es spielen können. Und das Zweite, was extrem schade ist, dass GTA 6 jetzt doch weiter in die Ferne rückt, als ich es erst vermutet habe. Wenn erst nächstes Jahr Red Dead 2 rauskommt, dann wird Rockstars nicht 2018 gleich GTA 6 rausbringen, sondern die werden sich auf jeden Fall, denke ich mal, 2 Jahre Zeit lassen. Das heißt frühestens Herbst 2019, aber ich glaube eher, es geht so Richtung 2020 raus. Also die Zeit für GTA 6, ich glaube, das dauert noch ewig und nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch die Ära GTA 5 zu Ende gehen, was mich so ja ein bisschen traurig macht. Aber Jungs, schauen wir einfach mal nach vorne, freuen uns auf das Spiel und schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr drauf gehypt seid oder ob euch das überhaupt gar nicht interessiert. Auf jeden Fall, ich bin gehypt, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wollte euch einfach nur ganz kurz die Info raushauen. Ich bin an der Stelle raus, also Jungs, macht's gut, ciao, euer Zeddy.